Jo, willkommen zurück. Hi. Hi. Wieder League of Legends oder immer noch League of Legends. Und ich bin gerade schon dabei, das erste Team einzuladen. Nämlich wir werden jetzt gerade gleich zwei Community-Teams gegeneinander antreten lassen, wie in einer Arena. Ja. Das ganze Ding auch noch casten. Das erste Team, was ich jetzt gerade einlade, was unter dem Hashtag RBTV sich angemeldet hat, ihr könnt euch übrigens, weil die Frage jetzt gerade aufkam, wir müssen erstmal hier auch den Chat wieder aktualisieren, folgendermaßen anmelden. Entweder über Twitter unter dem Hashtag RBTV oder ihr schreibt einfach in-game im Chat mir bzw. in den allgemeinen Chat rein, mit wem ihr zusammenspielt, welches die Namen sind. Der Ingame-Chat heißt Rocket Beans. Genau, wenn man im Launcher auf dieses Chat-Symbol klickt, kann man da easy joinen. Du musst auch zu den Spectators kommen übrigens. Ich komme gleich zum Spectator, okay. Aber wenn ich das jetzt gleich mache, gebe ich meine Macht ab. Und die Macht will ich erst am Ende abgeben, wenn halt schon auch das andere Team angemeldet wurde. Sehr so, gut. Jetzt gebe ich den erstmal allen. Ja, das hat der ist gar nicht so blöd. Wir haben das schon mal gemacht und damals mit Hauke. Ja. Liebe Grüße auch an dieser Stelle. Und da war das halt eben genauso. Habe ich halt mich sofort zum Spectator gemacht und dann gemerkt, Marco, dumm. Ja. So, jetzt aber, wie gesagt, wir hatten jetzt, das erste Team ist schon da. Nochmal den Namen, das heißt Beans Rocket. Also auf der rechten Seite Beans haben wir Rocket. Beans wow. Rocket mit Baraschwein, Relic Tick, Chipsy, Albato und Asorion. Ja. So, und das andere Team, das habe ich doch schon gesehen. Ach, hier. Das werden die Twisted Fabs sein, die kein unbekanntes Team sind. Die waren schon mal dabei. Aber die haben sich als erstes gemeldet. Die hatten richtig Bock, die sind heiß. Ich glaube, das letzte Mal haben die auch wirklich gut performt. Genau. Ich bete die jetzt gerade noch mal darum, sich zu sortieren im Client. Dadurch kann man eben dann nachher im Ingame viel einfacher, übersichtlicher, ja Top-Lane und mit Jungle und mit und so. Haben die schon. Du kannst auch Ingame. Also, selbst sortieren. Du kannst im Tab sortieren, aber du kannst nicht den Spectator unten die Übersicht von Items und Gold sortieren. Das geht nicht. Ja, dazu müssen die von vornherein schon von Top nach unten richtig sein. Jetzt, geil, okay, jetzt musst du zum Spectator gehen. Ich gebe den erstmal allen Invite-Rechte und jetzt komme ich runter. Ja. So, invitet euren letzten Mann, Team Twisted Fabs. Nee, Mojo, was machst du hier unten? Invited. Ja, so genau. Ja, sortiert euch, das wäre super. Ja. Genau, dann haben wir es einfacher. Das macht zur Übersicht immer sehr, sehr schön. Und ich freue mich auf jeden Fall gleich zu casten. Wir sehen hier auf der einen, auf der rechten Seite, man kann ja schon mal so ein bisschen Überblick sehen, wer was genau. Was ist das für eine Bauchbinde? Auch gut. Auch gut. Auch, ja, er ist auch da. Auch immerhin. Anwesenheitsurkunde. Ja, Anwesenheitspunkt. Genau. Dankeschön. Ja, man hat hier eben, man sieht eben schon, wer genau in welcher Liga spielt. Und das wird auf jeden Fall super interessant, wer von denen wirklich austeilen kann. Wir haben jemanden aus der Platin-Liga dabei. Wir haben jemanden mit über 1000 gewonnenen Normal-Wins. Spielst du gerne Normals? Weil ich spiele überhaupt gar keine Normals. Ich mag das Normals nicht. Sind für mich Abfall. Ich weiß es nicht. Also mal wirklich so zum Entspannen ist es ganz nett. Normals sind für mich Abfall. Aber per se ist es halt so, man spielt das und denkt sich, okay, du hast jetzt ein Spiel gewonnen. Kriegst ein bisschen Ingame-Währung und ein gutes Gefühl. Wenn du spielst, spielst du Ranked. Ja, geht mir genauso. Also ich will halt ein bisschen Competitive dabei haben. Bei FIFA zum Beispiel, wiederum muss ich dazu sagen, da spiele ich lieber, wenn ich nach Hause komme, einfach unranked eigentlich. Aber es geht ja nicht. Also, du musst halt gewertet spielen. Ja. Gibt leider nicht mehr diese Räume wie damals. Sag mal, was sortiert ihr denn jetzt hier? Sind jetzt alle sortiert? Die brauchen noch ein bisschen, glaube ich. Ich glaube auch. Asorion, glaube ich, jetzt so. Albato, Chipsy, Relic, ich. Albato. Ja, Chipsy ist noch falsch dann. Wo muss ich drücken? Am besten kurz in den Speck. Und die Koordination ist immer wechseln. Also das ist, was natürlich ist es ein bisschen jetzt hier over the top, wenn man die noch sortieren lassen will. Ja. Aber es ist ja auch, alles muss seine Ordnung haben und es sieht ja dann natürlich schöner aus in-game, wenn man es so e-sport-technisch dann hat. Genau. Es hilft uns aber auch als Kommentatoren, wenn man direkt gegenüber diese beiden Lanes stehen hat, ja, weil man ja ganz viel auch darauf achtet, wer hat denn mehr Farm gerade, wer hat einen Vorteil, wer hat welche Items und man kann dann eben viel einfacher einsehen, wer gerade vorne ist. Und ich glaube, die werden jetzt gleich soweit sein. Okay, wie schaut's aus, Leute? Sag mal, erstmal noch mal kurz zu den Namen. Wir haben Twisted Fabs mit Seele, Supernaut, ID Reckon, Mojo und Brooks. Ich hoffe, das sind jetzt die in diesem Team. Und auf der anderen Seite ist Beans Rocket mit Albato, Baraschwein, Chipsy Tim, Relic Tick und Asorion. Oder Moment, jetzt ist Relic Tick noch mal da? Du musst jetzt unter Chipsy. Genau, nach ist ganz Jungle oder was? Bara noch mal neu rein. Das Sortieren ist eben ziemlich blöd, also gerade in diesem Modus, weil die eben jetzt haben so ein bisschen durchsortieren müssen. Ich glaube, jetzt haben wir es.
Jawohl. Ich glaube, nämlich Chipsy meinte, er ist der Jungler. Und dann dürfte das stimmen. Okay. So okay, müsste es okay, passen okay, bei uns. Alberto, wie schaut's bei... Es ist einfach nur gerade original, dieses, wie heißt dieses Blocks-Game, oh, wo du so einen großen Turm hast und immer einen Block rausschieben musst und oben drauf legst, so ungefähr. Ist ah, hier, Jenga. Jenga, es ist gerade Jenga. Jenga im League of Legends klein. Sie sind aber soweit. Okay, go, sind ready. Das ist jetzt cool. Also ich habe Platin rasiert. Ich weiß es nicht, also Platin 2 und ein Platin 4 Spieler gegen das Beste bei denen ist Gold 5, ja, und Silber 1. Genau, wir können jetzt gerne schon mal auf den Monitor schalten in diese Pick-und-Bann-Phase. Yes. Die Pick-und-Bann-Phase ist ja der Moment, wo wir zuerst mal ganz am Anfang auf den oberen beiden Seiten Champions bannen dürfen, die wir nicht im Spiel sehen wollen, einfach weil genau, wir sagen, keinen Bock gegen die zu spielen, die sind gerade zu stark in der Meta. Und wir sehen jetzt auf der blauen Seite den Bann von Zed. Das ist ein Midlane-Assassin. Ja. Twisted Fabs hat also keinen Bock auf Zed. Und jetzt kommt noch Tahm Kench. Ja. Und Beans Rocket will Lux und Udyr raus. Genau. Haben. So. Tahm Kench, der große Wels, ist ein Champion, der bringt extrem gute Mechaniken mit. Der kann nämlich zum Beispiel andere Spieler in seinem eigenen Team fressen und im Bauch aufbewahren für ein paar Sekunden. Dadurch werden die unangreifbar. Das ist eben sehr gut, wenn er zum Beispiel mit einem AD Carry spielt, also jemand, der sehr viel Schaden austeilt. Der wird gefokust. Das Team kriegt den, dann frisst er ihn einfach auf und rennt mit dem weg. Und dann kannst du nichts mehr gegen den machen. Vor allem, er wird schneller dadurch. Also, wenn er ihn gefressen hat, ist Tahm Kench, wie gesagt, der Champion ist weg und Tahm Kench ist selbst schneller. Und auf der anderen Seite kann er eben auch gegnerische Champions fressen, nachdem er sie ein paar Mal auto-attackt hat. Das heißt, man möchte den einfach. Der bringt eine gute Mechanik mit und dementsprechend sinnvoll, den zu bannen. Genauso wie ein Malphite. Das sind Tahm Kench und Malphite sind zwei Tanks, die extrem enorm viel Utility für ein Team mitbringen, die ihn sehr, sehr nutzvoll sind. Und auf der anderen Seite sehen wir Lux, auch ein Midlane-Magier-Support. Udyr ist gerade ein Jungle, der sehr, sehr gerne gespielt wird, gerade in der Solo-Queue, weil der zusammen mit diesem ZZ-Rod-Portal zum Beispiel extrem gut funktioniert. Der kann von diesem Move-Speed profitieren, von dem Setup, von allem. Und Dr. Mundo wird auch gebannt, sehen wir eigentlich nicht mehr so häufig. Der war sehr stark, vor einigen Patches, mittlerweile ein bisschen schwächer. Ja, aber im Grunde genommen, er ist halt auf jeden Fall sehr, 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 sehr beefig. Also er ist so, er hat sehr, sehr viel Leben, er ist sehr, sehr stark, er kann gut austeilen, weil, glaube ich, sein Q mit seinem Leben scaled. Ja. Also sein Q ist halt eine Axt, die er nach vorne wirft und je mehr Leben er hat, desto mehr Schaden macht diese Axt. Genau. Jetzt haben wir aber die Bans soweit gesehen. Wir kommen jetzt weiter zu den Picks. Wir haben auf der blauen Seite als erste, in der ersten Rotation sichert man sich Braum, ein Support-Champion, der absolut stabil ist. Ich würde fast schätzen, neben Alistar, einer der stärksten Supports gerade im Game. Und auf der anderen Seite sichert man sich jetzt wiederum den Lucian. Und das ist sehr wichtig, denn Lucian und Braum synergieren sehr, sehr gut miteinander. Ja. Und dementsprechend eine sinnvolle, notwendige Rotation, sich in dem ersten Moment auf der roten Seite, Purple Team, Lucian zu sichern. Shyvana als Jungler auch aktuell sehr stark. Wird sehr gerne auch in der Solo-Queue eben gespielt. Ich bin gespannt, wie sie es jetzt eben sinnvoll mit ihr umsetzen können. Und natürlich haben wir jetzt auf der anderen Seite, Twisted Fabs nimmt sich auch den Rek'Sai in den Jungle. Also Rek'Sai ist ja vielleicht sogar der mobilste Champion im Late-Game. Der hat eben seine Ultimate die Möglichkeit, sich sehr, sehr schnell über die Map zu bewegen. Ist generell ein Jungler, der wird im kompetitiven Bereich extrem enorm viel gespielt. Also im kompetitiven Bereich haben wir die Champions Nidalee, Elise, das sind so die beiden contested Jungler, neben Lee Sin vielleicht noch, und ein Rek'Sai. Eine Rek'Sai ist ja weiblich, ein weiblicher Alien. Stimmt. Das ist die Rek'Sai. Sie ist ja weiblich. Genau. Ja. Bringt sehr viel, also erstmal kann sie extrem gut ganken und sie hat etwas, was man Gank Path nennt. Sie kann enorm viele Gank Paths aufbauen, da sie sich eben so ein paar Meter buddeln kann. Buddelt sie sich einfach von der Seite, von oben, von unten, von überall auf deine Lane rein, knockt dich hoch und das bringt eben enorm viel Potenzial mit für so Early Game Ganks, für Mid Game Ganks, für Late Game Ganks. Und ich bin gespannt, was für eine Rek'Sai wir sehen, ob sie eher auf Tank geht oder eher auf Damage. Auf der anderen Seite hat man jetzt die Syndra für die Midlane gepickt und den Trundle, der kann Support gehen, der kann aber auch Toplane gehen. Ich mag Trundle. Ich muss sagen, ich habe den damals sehr, sehr oft auf der Toplane gespielt, als auf dem Jungle. Jetzt habe ich ja gesehen, okay, der wird auf einmal im Support angewandt. Und das Einzige, was er halt wirklich gut kann, ist, er kann einen Pillar, also einen Stein aus dem Boden hervorholen, der den Gegner blockt und auch verlangsamt. Ja. Und das ist alles. Genau. Also ich weiß halt nicht, warum man ihn als Support nimmt. Vielleicht sagst du mir was. Der Support Trundle bringt eben, er kann zum einen die Gegner sehr, sehr gut nerven. Er hat diesen Trundle, dieser Pillar, der kann disengagen und auch ein bisschen engagen. Also disengagen bedeutet, wenn der Gegner auf dich losfliegt, mit zum Beispiel beispielsweise einem Alistar Q und er jumpt auf dich, dann kannst du einfach den Pillar aufstellen und bumm, er fliegt dagegen. Okay, und der ganze Disengage ist dahin. Das heißt, du kannst deinen AD Carry relativ gut schützen und machst dementsprechend eben auch noch Schaden an den Gegnern. So, wir haben aber jetzt den Alistar Support selber gewählt, einer der stärksten Supports. Ich kann aber ganz kurz zusammenfassen. Wir haben
haben Xin Zhao auf der Top-Lane hier bei Team Fabs, ist das? Twisted Fabs. Twisted Fabs. Xin Zhao hat auf jeden Fall gut AD-Schaden dabei. Wir sehen Rek'Sai im Jungle, Morgana in der Mid-Lane. Bin ich sehr gespannt drauf, wie gut diese Morgana das runterspielen kann. Ezreal, ein super starker AD-Carry aktuell, der mit seinem Blue-Build ab einer gewissen Phase im Game sehr, sehr gefährlich wird. Braum, Ezreal könnte ganz gut funktionieren, weil eben dieser Braum-Shield, den er hat, er kann so einen großen Schild vor sich aufstellen, der blockt auf der einen Seite Ezreal-Ults, das heißt, wenn er Ezreal-Ult auf ihn zufliegen würde, blockt er den, aber auch eine Lucian-Ult kann von Braum zu 100% geblockt werden und er reduziert diesen Schaden extrem, wohingegen Lucian Alistar auch eine sehr, sehr starke Botlane ist. Oh, ich bin da wirklich sehr gespannt, wie das Ganze halt funktioniert. Xin Zhao, boah, ich mag ihn einfach nicht. Im Jungle, er ist so nervig, er ist so präsent. Knock up dich, also er wirft dich nach oben, du kannst nichts machen dann. Und weil sein Ult ist, er schlägt einmal um sich herum und du wirst halt einfach weggefetzt. Wir haben jetzt eine relativ interessante Toplane mit Xin Zhao gegen Trundle. Das ist nicht unbedingt das beste Matchup für Xin Zhao. Der ist allerdings mit dem, wir spielen ja gerade auf Patch 6.4, auf Patch 6.3 war Xin Zhao super stark. Der hat eben im Jungle mit den beiden Items, die Devourer und Redblade heißen, eben eine enormen Powerspike gehabt, also enorm stark gewesen und eigentlich ganze Spiels alleine gewinnen können. 1 gegen 3, haut so viel Schaden raus. Toplane ist er nicht ganz so stark, weil dieser Devourer-Item aus dem Jungle ihm fehlt. Mhm. Aber er kann durchaus auch in der Toplane gut austeilen. Ich denke mal, es wird interessant. Auf die Toplane wird sicherlich eine Menge Fokus gelegt werden, weil Xin Zhao eben snowballen kann. Mhm. Und ja, welches Team das eben besser ausspielt, das werden wir jetzt auf jeden Fall gleich erfahren. Wir müssen jetzt ein bisschen Delay abwarten, bis es losgeht. Genau, das wollte ich gerade noch erklären. Warum wir jetzt eigentlich noch nicht ins Spiel gehen, ist folgendermaßen. Wir wollen natürlich den gegnerischen Spielern keine Plattform bieten, dass sie halt eigentlich snipen können. Deswegen gibt es jetzt einen Delay von 2 Minuten, glaube ich. Und die spielen dann eigentlich schon. Und wir sehen das halt alles ein bisschen später. Das hat Riot selbst eingefügt, dass man eben genau Prävention gegen Stream. Zum einen Prävention natürlich, dass du eben, dass man eben in solchen Sachen jetzt niemand kann das manipulieren, dieses Spiel. Genau. Das gegnerische Team kann es nicht bei uns zuschauen. Genau. Das ist relativ gut. Und auf der anderen Seite ist es auch für uns schön, weil wir müssen nicht den Spectator spielen. Das heißt, die Kamera wird gleich automatisch dahin springen, wo was passiert. Okay. Und wenn das jetzt nicht der Fall wäre, dann müssten wir selber die Kamera steuern. Und das ist eben, dadurch könnten wir jetzt eben viele Kills verpassen und viele Aktionen verpassen, wenn man neben dem Kommentieren noch die Kamera selber steuern müsste. Ach, das ist ja interessant. Also ich habe nämlich immer selbst die Kamera in der Hand gehabt. Also du benutzt halt die automatische Kamera. Ja, bei dem 3-Minuten-Delay kann man locker die automatische Kamera nutzen, weil die automatisch früh genug zu den Sachen hinspringen. Ich weiß halt immer nur nicht, ob das dann halt wirklich die spannenden Momente sind. Also ich weiß es halt eben nicht. Ja. Also ich stelle mir immer vor, okay, in der Mitte tasten die sich gerade ab und die Kamera ist aber im Jungle. Also muss man halt schauen, ob jetzt die coolen Momente wirklich eingefangen werden oder nicht. Auf jeden Fall in 20 Sekunden. Wir können sie auch ab und zu mal selber bewegen. Wir werden gleich reinspringen. Und ich sehe es gerade schon, ein paar Leute schreiben jetzt, super, wir hören jetzt mal 2 Stunden andere Sprache. Ich bin dann mal raus. Ich werde es versuchen, so noob-freundlich wie möglich zu casten und so einfach wie möglich. Da ich auch selber kein Caster bin und nicht dafür prädestiniert bin, unbedingt das Spiel zu kommentieren, ist es mir auch ganz recht, wenn ich mir den euch versuchen kann, euch dabei noch was zu erklären. Klar. Und wir werden euch versuchen, wenn jetzt gerade Leute, denke ich mal, viele Leute zuschauen, die eben sonst nicht LOL schauen, für euch kommentieren wir so noob-freundlich wie möglich und erklären das ganz definitiv. Ganz viel. Das Problem ist natürlich auch zu verstehen, was auf diesem Bildschirm gerade abgeht. Und ich kann mir das immer wieder auch gut vorstellen, warum das für viele eben so abschreckend ist, weil man nicht versteht, warum dieser Move, warum jetzt Kommentatoren so mega abgehen, warum dieser Move von diesem einem Team so mega cool war, weil sich halt jemand in letzter Sekunde rausgeflasht hat, was wir natürlich dann sehen und sagen, oh, boah, war echt cool. Und jemand anders denkt sich so, ich hole mal ein Bier und Aspirin. What the fuck is happening on the screen, denken sich viele Leute bei. Gerade bei diesen ganzen Teamfight-Aktionen ist es halt einfach so viel, was wir sehen. Und wir sind im Loading-Screen, wir werden gleich ins Spiel hineinspringen können und die ersten paar Minuten erleben. Spiel wird wahrscheinlich relativ langsam losgehen. Ja. Also wir haben am Anfang unsere Jungle-Rotationen, wir haben am Anfang einfach nur Aufbau der Laning-Phase. Und ich bin eben gespannt, weil der kompetitive Bereich bringt ja was ganz anderes mit als diese Solo-Queue-Erfahrung, wenn man alleine spielt. Weil du ja, wenn du alleine spielst, auch, das ist nämlich das Witzige, viele Leute spielen eben in der Solo-Queue Champion XY. Ich sag jetzt mal zum Beispiel Vi. Und sie spielen diese Vi extrem gut und sind extrem stark mit. Und dann fragen sie sich, warum spielen die Profis niemals Vi? Mhm. Es gibt nämlich manche Champions, die funktionieren im kompetitiven 5 gegen 5 Bereich nicht, weil sie eben zu einfach zu countern sind von einem Team. Und wenn man es weiß. So, ja, genau. Das 5 gegen 5 Spiel ist was komplett anderes als eben dieses Solo-Queue-Game. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, sehen wir hier 2 eingespielte 5er-Teams, die gut miteinander kommunizieren, gut ihren Teamvorteil ausnutzen? Oder sehen wir eben
ja, vielleicht eher was Solo-Queue-mäßiges, wo eben ein Champion einfach nur alles komplett direkt. Wenn ich mich richtig erinnere, wie gesagt, Twisted Fabs sind jetzt kein unbekanntes Team bei uns. Also die waren schon mal dabei. Ich glaube, sie haben aber auch ein paar neue Spieler dabei. Leo Löwe, glaube ich, war beim letzten Mal auch schon dabei in Mojo. Aber sie haben, glaube ich, ganz gut zusammengespielt. Also auch so Sachen gemacht wie ein Jungle einfach mal, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. In den Jungle gegangen, in den gegnerischen Jungle gegangen und haben dort schon mal für Stress gesorgt. Jetzt sind wir mal gespannt. Also, und wir gehen rein. Genau, wir sind auch drin und gucken mal an, wie sich jetzt die Twisted Fabs gegen Beans Rocket, gegen Team Beans Rocket hier so verkaufen. Jawohl, wir sehen, es geht schon langsam los. Die Teams bewegen sich auf die Lanes. Wir haben nochmal kurz das Matchup Sinsau gegen Trundle auf der Toplane, Nerexai gegen Shyvana im Jungle, Morgana und Syndra in der Midlane. Und die Botlane. Also ich muss sagen, die beiden Botlanes gefallen mir extrem gut bei beiden Teams. Wir haben schöne Kombos, schöne Synergies. Die Supports können extrem viel raushauen. Und ich bin sehr gespannt auf den Alistar. Weil Alistar ist meiner Meinung nach aktuell der stärkste. Also es ist die Kuh auf der Toplane im Team von Beans Rocket. Diese große, dicke Kuh, die bringt eben alles mit, was ein guter Supporter können, tun und machen sollte. Genau. Und zwar kann sie engagen. Das heißt, sie kann in das Team reinspringen und dann eben schauen, dass sie da ordentlich irgendwen hochwirft, dass er eben nicht mehr mitspielen kann. Sie kann jede Menge quasi anstellen, aber sie kann auch disengagen. Das heißt, wenn das gegnerische Team versucht, in dich reinzuspringen, knockt sie die einfach zurück und sagt, nö, heute nicht. Und das Tollste finde ich halt, wie gesagt, ist einfach ihr Ultimate. Also das Ultimate, dieser Mega-Shield von dieser Kuh, die kann halt dann einfach in den Tower reingehen, also in einen Turm, und bleibt dann da drin stehen, kriegt 6 Schüsse ab und spürt eigentlich gar nichts. Ja. Und selbst jeder andere AD Carry oder dein Midlaner machen dann halt Schaden, also Zauberer in der Midlane und AD Carry in der Botlane, also der Schütze. Und Midlane ist dann größerer Zauberer, der Magieschaden macht, meistens. Ja, und die hauen dann halt das gegnerische Team einfach kaputt. Und es geht schon los. Wir sehen jetzt hier, die Botlane hilft den Gegner, hilft dem Jungler dabei, seinen Start zu machen. Das heißt, es gibt diese Jungle-Position. Wir erklären das jetzt mal wirklich so, als wäre das hier gerade, als wärt ihr 5 Jahre alt und wir versuchen euch das Spiel zu erklären. Explain it to me like I'm 5. Schönes Subreddit übrigens auch. Die Botlane hilft ganz kurz bei diesem ersten Monster im Jungle. Das heißt, der Jungler läuft die ganze Zeit durch den Wald zwischen diesen Lanes, versucht eben Monster zu töten, dabei Erfahrung zu sammeln und dann versucht er zu ganken. Ganken bedeutet, ich gehe auf eine Lane, auf den Ort, wo eben meine anderen Teammitglieder gegeneinander kämpfen und versuche eine kurze Überzahlsituation zu erschaffen und mit dieser Überzahlsituation einen Kill rauszuholen oder eben sogenannte Summoner-Spells wie ein Flash. Oder ein hat Heal. Anpassen geht das, Moment. Ah, hat anpassen. Gucken wir mal. Okay, ja, das ist wahrscheinlich noch umgestellt. Es geht wieder weiter. Wir haben schon ordentliche Trades auf der Toplane. Das heißt, Sinsau ist ein bisschen hinten. Der wird sicherlich auch gut eingepusht werden von dem lieben Trundle. Und wir sehen einzelne Trades, aber zunächst mal wird viel gefarmt werden. Ich denke mal, gerade die Midlane ist ein Bereich, wo beide Champions viel farmen wollen, müssen nach vorne kommen wollen. Und jetzt geht's hier schon los. Braum hat seine Shield bereit, das heißt, damit kann er sehr viel Damage abblocken, kann gerade diese Lucian Ultimate, das heißt, ab Level 6 bekommt jeder Champion seine ultimative Fähigkeit. Das ist immer die stärkste Fähigkeit, die ein Champion besitzt. Oder die eine der sinnvollsten. Und Braum kann eben mit seinem Schild Lucian's Ultimate, die einfach so das Niedermähen, das ballert dir einfach nur endlos viele Schüsse rein, das kann er eben zu großen Teilen abschirmen. Kurz, kannst du dein Hut anpassen auf 76 oder machen wir 75? Ich muss mal kurz gucken. Das ist halt, ich sehe jetzt gerade den Screen. Ja. So. Ja. Genau. Das Witzige ist ja, dass wir bald dadurch. Machen wir 71. Ja. Okay. Ja. Gut. Genau. Was ist, ich weiß noch mal, was ist circa die Elo von denen? Wir haben hier, glaube ich, zwischen Silber und Platin fast alles dabei. Ja. Also bei Twisted Fabs ist das höchste, muss man gleich dazu erwähnen, ist Gold 5. Also die sind alle ungefähr auf demselben Level. Und das höchste bei Team Beans Rocket ist schon Platin. Jetzt sehen wir gerade, der Sinjao hat hier Bock. Geht rein, geht ordentlich auf Trundle, kann auch ganz gut Damage austeilen, aber Trundle kommt weg. Der hat gute Mobilität, kann da auch relativ schnell wieder rauskommen und den juckt es dann nicht so krass. Ja. Trundle hier sehen wir mit der Corrupting Potion, das ist ein Trank. Mit dem man mehrfach quasi sich wieder hochheilen kann, seine Lebens- und seine Mana-Punkte regeneriert und der eben den sogenannten Sustain, also Ausdauer für die Lane eben bereit hält. Und Sinsau springt wieder rein, jetzt mit dem Pillar schön abgeblockt und damit quasi disengaged, keine weiteren Probleme gesorgt. Und Morgana macht das sehr, sehr schön in der Midlane. Ja. Die trifft nämlich immer ihre Dark Bindings, das heißt mit ihrer Q-Fähigkeit hält sie Syndra fest, macht dann ihre Tormenting Soil drunter und sorgt dann für ordentlich Schaden. Und definitiv. Das ist ganz schön. Bisher macht sie das richtig gut. Und ich muss gleich dazu sagen,
Jetzt ist jemand weg. Ich muss mal ganz kurz, weil ich im Hintergrund, glaube ich, noch unseren Stream offen habe, weil ich höre es gerade. Ja. Das ist doppelt da. Also deswegen muss ich mal ganz kurz auf den Desktop. Ich hoffe, die Regie schaltet kurz auf Niklas. Ja, ja. Okay. Vielleicht können wir kurz zu mir. Genau. Genau, wir sind jetzt hier. Jetzt der Alistair Disengage, schön, der Insect auf Rek'Sai gelandet. Knockt den nochmal hoch. Vielleicht kann er ein bisschen Schaden machen. Ordentlich gefressen. Braum Shield. Ich kann gut abschieden, aber jetzt quasi ein Doppelgang. Wir haben eine 3 gegen 3 Situation auf der Botlane. Ordentlich Schaden gefressen auf beiden Seiten. Aber durch diesen schönen Alistair Engage hat Rek'Sai's Gang eben nichts gebracht. Braum musste sehr viel fressen. Wird jetzt da seinen Healpot rein, hat aber noch ein paar da. Das heißt, der wird ein bisschen in der Lane bleiben können. Im Endeffekt hat man nur viel Leben abgetauscht. Und ansonsten Flash und Exhaust bei Alistair draußen, diese Summoner-Spells, das heißt, da können wir kurz mal vielleicht das auch eingehen, erklären. Jeder Champion hat natürlich seine 4 Fähigkeiten und seine passive Fähigkeit, aber es gibt auch die sogenannten Summoner-Spells, die variieren, die sehen wir hier links und rechts an den Seiten. Flash ist ein Summoner-Spell, den hat jeder Champion in der Regel dabei, es gibt einige, die brauchen den nicht. Nein. Damit kann man eben sich ganz kurz teleportieren für wenige Meter, das heißt, man flasht nach vorne, man macht einen kurzen Satz und ist quasi im 0,nix aus Gefahrensituation draußen oder eben drin, je nachdem, was man will. Ja, und dann, was gibt es halt noch ganz oft, gibt es sowas wie Heal erklärt sich von selbst, Heilung. Für dich und alle Umstehende, das ist ganz wichtig. Man kann nicht nur selber sich heilen, sondern eben auch Mitspieler retten. Heal häufig eben auf den AD Carries, weil die eben in vielen Situationen, gerade in Outplays, müssen dafür sorgen, dass sie in letzter Sekunde noch mal kurz so ein Heal bekommen und damit das letzte bisschen Leben haben, um die Situation zu retten. Gleichzeitig gibt es halt noch einen Geschwindigkeitsboost, also man ist etwas schneller, wenn man das eingesetzt hat. Und ja, genau, alle, die halt eine Nähe stehen, ebenfalls. Dann gibt es noch Barrier, also auch ein Shield. Mhm. Das hat Syndra in der Mitte. Gibt halt, ja, einen Shield, der halt eben etwas Damage noch blockt. Genau, der kann eben Damage abfangen, was eben gegen manche Champions besonders gut ist oder auf manchen Champions eben wichtig. Und eben Ignite ist ein Spell, dieses Entzünden, heißt es auf Deutsch. Wir bei Summoners in casten ja auf Deutsch, dementsprechend sind wir auch oft daran interessiert, die deutschen Begriffe zu benutzen. Entzünden, der brennt einen Gegner an und verursacht Schaden. Ein Dot, ein Damage over time. Damage over time, ganz genau. Genau, also ganz, ganz klassisch, straightforward. Ich glaube, es macht aber noch was. Also, bin mir nicht sicher, müssen wir mal gucken. Ignite, Target Champion, Grievous Rounds. Nee, es war Exhaust, was ich im Kopf hatte. Exhaust, genau. Exhaust ist der Champion, den die Support Champions dabei haben. Ja. Das heißt, die beiden Champions, die wir im Bild auch ganz unten haben, Braum und Alistair, das verlangsamt dich, verringert deinen Schadensoutput und kann eben in gewissen Situationen entweder deinen AD Carry retten oder eben dir einen Kill besorgen, weil der Gegner beim Backend so stark verlangsamt wird. Und in der Top Lane sehen wir in der Regel immer den Teleport. Das heißt, den Trundle, den wir hier gerade im Bild sehen, den guten Troll mit der Keule, der ist daran interessiert, sich eben schnell entweder auf seine Lanes zu teleportieren, wenn er gerade gestorben ist, oder eben sich auf die Botlane oder die Midlane oder irgendwo anders hin zu teleportieren, um eine Überzahlsituation zu schaffen, um seinen Teammates zu helfen, um was rauszuholen. Und im Grunde spielt man auf den Lanes regelmäßig dieselben Summoners. Genau. Was ich übrigens auch schön finde, dass der Chat ebenfalls reagiert und allen anderen auch innerhalb des Chats, also im Rocket Beans Chat, erklären versucht, was jetzt hier eigentlich gerade passiert. Gleichzeitig möchte ich mal aufs Spiel eingehen. Die Twisted Fabs sind jetzt gerade, es steht erstmal 0-0, es gibt noch keine Kills, aber die Twisted Fabs haben einen Goldvorsprung von 500 Gold. Ist das viel? Der kommt, 500 Gold ist nicht wirklich viel, aber man muss darauf achten, woher dieser Goldvorsprung kommt. Es gibt keine Kills, das heißt, dadurch kommt der Goldvorsprung nicht. Es wurden noch keine Turrets, also keine Türme eingerissen, dadurch kommt er nicht. Er kommt durch Farmunterschied. Und der Farmunterschied ist ganz enorm in der Mitte vorhanden. Wir sehen Morgana gegen Syndra und jetzt sehen wir hier, Shyvana versucht sich gegen Morgana zu behaupten. Morgana kann aber da bleiben. Da Rek'Sai da ist, Shyvana muss aber raus ulten, flasht nochmal weg und ist damit aus dieser Situation nochmal entkommen. Hat also hier versucht, gegen Morgana ein wenig Schaden zu richten. Und ich kann darauf eingehen, Morgana ist ganze 40 Farm vorne. Und da ist die Sinsaul draußen, wird abgelockt von Trundle Pillar. Der beißt aber rein, kann Trundle jetzt nochmal chasen, um vielleicht diesen Killer Sinsaul zu holen. Der muss wieder kämpfen. Flash! Und er beißt ihn kaputt. First Blood. Trundle hat jetzt hier sich in der Top-Lane den ersten Kill gesichert gegen Sinsaul. Ja. Konnte dann nicht eben rauskommen. Weder Flash noch Ult haben ihn gerettet. Und auf der Botlane geht's weiter mit Alistair. Und der fällt auf jeden Fall 3 Mann gegen einen. Das ist schade. Er hat versucht, eben reinzugehen. Erster Kill für Twisted Fabs. Nicht schlecht. Alistair macht das eben ganz clever. Er versucht, reinzuflashen, dann dort die Leute hochzunocken, dass sie eine Zeit lang sich nicht bewegen können. Und dann versucht er sie mit seiner W-Fähigkeit eben in seine Lucian reinzukicken, dass die quasi abgetrennt sind. Hat er gerade nicht geschafft, weil der Rek'Sai-Gang kam und er quasi 1 gegen 3 drin stand. Bisschen ärgerlich. Aber nochmal, um darauf einzugehen. Wir haben in der Toplane einen Farmvorteil für Trundle und jetzt auch noch einen Kill. Das heißt, die Toplane, das wird jetzt extrem schwer für Sinsau, da nochmal irgendwie ins Spiel zurückzufinden. Genau. Und die Midlane, dieser Farmvorsprung. Moment, gleich dazu wollte ich noch was sagen. Die Syndra hat nämlich Verbindungsprobleme. Sie ist schon etwas länger AFK. Oh. Sie steht ja am Ende der Map, deswegen kommt dieser Farmvorteil ja erst zustande. Ja. Da hat auch der Chat sehr gut reagiert, muss man natürlich sagen. Das ist natürlich nicht leicht. Syndra ist DC. Das Problem ist, wenn man AFK ist, kann man nicht so gut farmen. Korrekt.
Ja, also aber es ist halt natürlich, wie halt für Twisted Fabs natürlich, spielt das jetzt in die Karten, ja, dass ja ein Spieler jetzt einfach gerade fehlt. Sehr, sehr schade für Team Beanstalk. Und jetzt sehen wir den nächsten Gank. Ja, Rek'Sai kommt auf die Lane. Wir haben so einen Sau, der den Trundle locker machen konnte. Der kann mit seinem Pillar aber kein Disengage wagen. Jetzt kann noch mal gebuddelt werden. Rek'Sai knockt ihn noch mal hoch. Unterm Turret. Das frisst die Turret-Aggo, kann aber tanken. Und da holt sich Rek'Sai jetzt den Kill ab. Sinsau bekommt den Assist. Vielleicht der Kill auf dem Sinsau sinnvoller, weiß man nicht genau. Aber er hat sich auf jeden Fall hiermit quasi wieder ein wenig in die Lane zurückgekämpft und kann jetzt farmen, während Trundle eben tot ist. Genau, das ist es ja immer. Dieser letzte Moment, okay, wir müssen uns jetzt absprechen. Wir wissen jetzt auch nicht, ob sich jetzt alle im TS zum Beispiel miteinander unterhalten, dass man sagt, okay, gib mir den Kill, ich brauche den mehr oder ich mach du den Kill und so weiter. Das sind halt so diese Kleinigkeiten, diese Feinheiten. Im Endeffekt, man nimmt den Kill jetzt einfach, bevor der wegkommt. Meine Güte. Jawohl. Und wir haben es jetzt schon gesehen, Braum ist ein bisschen low, muss eben zurückgehen. Das heißt, der wird sich zurückteleportieren in die Basis, um ein wenig aufzurüsten, vielleicht was zu kaufen. Und ja, Morgana hat jetzt hier quasi eine offene Mitte. Der Midlane-Turret ist auch schon gefallen. Ja. Und jetzt wird das Ganze für... Ich find's wirklich schade, dass eben die Syndra jetzt AFK ist. Ich glaube, das wäre natürlich ein bisschen spannendere Midlane gewesen, wenn sie halt da wäre. Eine Midlane mit jemandem, der anwesend ist, ist natürlich schon ein bisschen... Fingers crossed, dass halt Relic-Tick die Verbindungs... Abbrüche oder die Verbindungsprobleme lösen kann und zurückkommt mit seiner Syndra. Ist natürlich jetzt nicht so leicht. Ist jetzt Level 4, die meisten sind jetzt eben schon Level 8, 7 bis 8, sogar 9. Also wenn sie zurückkommen sollte, muss sie auf jeden Fall ordentlich was aufholen. Aber wir haben jetzt hier die blaue Seite, die jetzt schon mit 2000 Gold, das ist jetzt schon ein Vorsprung, der sich schon ein bisschen mehr lohnt. Aber ist halt auch durch einen Turret bedingt, durch einen Turm, der bringt ja Gold fürs ganze Team. Und damit kann man jetzt schon wesentlich mehr anfangen, aber ja, die Midlane, diesen Vorsprung, den wird man nicht mehr aufhalten können. Vor allem, weil die Morgana jetzt eben die Freiheiten hat, herumzurennen. Sie muss jetzt nichts machen und wir sehen jetzt auch schon auf der Toplane, die Kamera ist noch nicht da, wirklich hochspringen. Morgana bereitet schon so einen kleinen Gank vor, rennt da jetzt rein, genau, wir sehen es gerade. Und jetzt ist hier Rek'Sai mit der Ulti, geht rein und das wird jetzt ein Dive. Da kommt der Knock-Up und da versucht jetzt man ordentlich, den Trundle abzuholen. Der Troll hat keine Chance. Wo wir dabei wären... Es für Noobs zu erklären. Ja, da kommt der Knock-Up und da kommt der Engage. Es ist schwierig. Es ist sehr schwierig. Also gerade in der Situation, wo eben so viel passiert. Also der Knock-Up generell, was die Rek'Sai macht, dieses kleine Alien, was hier sich gerne durch Tunnel bewegt, das wirft den Spieler hoch und derzeit hat man nicht viel Chance. Darf ich dich mal da fragen? Ich bin mal gespannt, wie du es siehst. Der Herold des... Der Harald nennen wir ihn auch ganz gerne. Oder Gerald. Oder der Gerald des Flusses. Aber ich weiß nicht, wie der halt jetzt auf Deutsch heißt. Also Herald ist es auf Deutsch. Ist einfach nur ein Herald. Oh, ihm wird aber gerade ganz schön Braum abgeholt, der sich ein wenig zu offensiv gegen Lucian verhalten hat. Das warum? Hat also da frage ich mich ganz ehrlich, Brooks, ohne Ezreal als Backup, so weit vorne sollte man stehen. Aber zurück, ist der sinnvoll? Erstens, wann ist der sinnvoll? Für wen ist der sinnvoll? Ist der sinnvoller für den Jungler oder sinnvoller für den Toplaner? Also ich muss sagen, man sieht in der Profi-Szene häufiger mal, dass man dem Jungler diesen Herald-Buff gibt. Also für alle, der Herald ist in der oberen Kartenhälfte ein Buff. Du kannst einfach mal hinspringen, du kannst ja auch gerne die Vision für alle machen, da ist er, kurz zu sehen. Das ist dieser Herald, der ist von Minute 4 bis Minute 19:55 anwesend und er kann eben getötet werden. Oh, der ist gerade bei dir, der ist nicht bei mir. Genau, ich gehe trotzdem mal bei mir, ich gehe trotzdem mal hin. Du mal rauf, Fog of War aus. Das ist der Herald-Buff, der hier. Das ist er, der gute Herald. Und der bringt eben so einen kleinen Mini-Baron-Buff. Also der bringt einen Buff, der auf einem Champion anwesend ist. Und damit werden die Minions um dich herum stärker. Die machen mehr Schaden und können dementsprechend besser pushen. Genau. Tower kaputt machen, Gegner kaputt machen, alles kaputt machen. Der ist ein bisschen umstritten. In der Profi-Szene wird der manchmal gemacht, manchmal komplett ignoriert. Kommt ganz drauf an, in welcher Liga, von welchen Teams. Er bringt dir einen kurzen Vorsprung. Wenn du eben in der Lage bist, gerade kurz deine Lane zu verlassen und es einwilligen kannst, im frühen Spielverlauf viel Leben zu verlieren, um diesen Buff zu bekommen, dann kannst du das durchaus machen. Dann ist der gerade sinnvoll auf Mid- oder Top-Lane, weil du da eben diesen Push bekommst. Du bist auch ein bisschen schneller. Auf dem Jungler wird er auch manchmal gesehen. Ich muss aber sagen, da gefällt er mir nicht so gut. Okay. Ja gut, die Minions werden ja auch stärker. Die Minions werden stärker, aber der Jungler ist ja eher daran interessiert, im Jungle zu bleiben. Genau. Nicht auf der Lane. Ja. Es kommt ganz drauf an, wer gerade pushen möchte, wer gerade auf die Lane möchte, um seine Lane nach vorne zu bringen. Dann ist er sinnvoll. Er wird häufig stark ignoriert. Gerade in der Solo-Queue sieht man Games, wo er eben niemals angefasst wird. Aber er ist lange nicht so wichtig wie ein Baron und wird häufiger mal ganz gerne gegen den Drachen auf der unteren Hälfte der Karte eben eingetauscht. Davon hat das rote Team bereits, die Beanstalk eben auch schon ein. Und hier wird jetzt wieder gegankt. Rek'Sai kommt rein, man kann alles abholen. Der muss ulten, das heißt, in seiner Ulti frisst er. Aber er kann selbst Schaden fressen. Er will nochmal rein. Lucian geht nochmal rein. Und Rek'Sai bleibt noch auf der Lane, kann jetzt aber erstmal nicht mehr machen. Genau dasselbe habe ich auch gemacht. Immer wieder reinpushen. Und das Ding ist halt, da müssen die beiden zurück. Nämlich da haben die halt Schiss. Nämlich der Damage-Output von dem Lucian ist halt einfach enorm. Der ist enorm groß. Der hat da jetzt auch schon sein großes Schwert. Der hat einen Frosthammer.
Der hat ganz nette Items dabei, der hat auch ganz gut gefarmt. Lucian und Ezreal ungefähr beide gleich auf. Aber das Unterschied ist, dass Ezreal ein wenig später gut funktioniert. Der hat seine Mana-Mode, dieses Item, was er jetzt versucht zu stacken. Aber der braucht eben noch ein paar Items, bis er richtig gefährlich wird. Und dann ist er aber auch einfach nur stupid. Der Chat sagt, oder will dich korrigieren, ja, nur Angriffstempo. Nur Angriffstempo? Ja, nur Angriffstempo. Ah, ich glaube, sie reden immer noch vom Harald. Herald. Ah, der Harald, der gute Geralt. Ja. Oliver! Hallo! Oliver, oh, und kommt rein und uns werden Mittelfinger gezeigt. Jetzt ist man hier auf Kaffee, der bitte. Roten Seite schon am Turret. Man könnte jetzt vielleicht hier versuchen zu diven, aber Alistar hat zu viel Schaden gefressen, hat auch keine Ulti mehr. Und jetzt kommt die Rek'Sai runter. Die Rek'Sai wird jetzt hier versuchen, die beiden abzufangen, ja, aber Shyvana... Ist natürlich jetzt nicht so leicht. Also wie gesagt, jetzt müssen sie halt erstmal schauen, dass sie halt die Botlane mal wieder... Ja, oh, Syndra ist zurück, übrigens. Syndra ist back in game, Leute. Uiuiui, okay, sie hat jetzt ordentlich was vor sich. Also Level 4 gegen Level 11 in der Midlane. Also sie muss sich jetzt ein bisschen zurückziehen. Jetzt ist sie Level 5, okay. Jawohl. Boah, sie muss jetzt einiges aufholen, dass sie überhaupt noch an diesem Spiel noch mal teilnehmen genau, kann. Genau, da ist es ordentlich viel Gold hinten. Aber Syndra kann sich jetzt vielleicht zurückarbeiten. Und wir sehen hier auf Shyvana einen... noch keinen fertig gesteckten Devourer. Das heißt, da wird noch ein bisschen gedauert. Dieses Devourer-Item, worauf sich Shyvana eben beruft, bringt fürs Late-Game extrem viel. Wenn man nämlich eine gewisse Anzahl an Jungle-Camps getötet hat und ja, dann auf die sogenannten 30 Stacks gekommen ist eben, dann hat man eben alle zwei Auto-Attacks einen doppelten Auto-Attack. Und das ist eben enorm stark. Und Syndra ist jetzt in der Midlane, traut sich aber noch nicht so ganz wirklich wieder im Spiel teilzunehmen. Einfach nur aus dem einfachen Fakt, dass sie so weit hinten ist und jetzt erstmal wieder aufholen muss. Also egal, was sie tut, also sie sollte sich von den gegnerischen Champions erstmal komplett zurücknehmen. Und das Team sollte ihr dabei helfen, zu farmen. Also, dass sie halt wieder irgendwo Erfahrungspunkte und Gold bekommt, dass sie überhaupt was machen. Wir sehen den nächsten Gank auf der Toplane. Auf der Toplane soll wieder Trundle abgeholt werden. Vielleicht jetzt wieder für einen Kiff Rek'Sai. Er springt auch ran, kann ihn hochwerfen. Und jetzt wird unter dem Turret Shyvana countergegankt. Sie ultet da rein. Auf zwei trifft das sehr, sehr gut. Trundle reißt Xin Zhao auseinander. Und jetzt rennt die Rek'Sai weg. Aber sie kann da nicht entkommen. Der Pillar kommt hoch. Sie wird sich vielleicht noch rausbilden. Aber nein. Nicht schlecht. Also, zwei Kills. Das war jetzt von Beans Rocket richtig gut gemacht. Also genau das finde ich halt, ist mal die Kunst eines guten Junglers. Genau dann zu reagieren, wenn der gegnerische Jungler eigentlich auch ein Spiel machen möchte, also auch ein Play machen möchte, eben diese Überzahlsituation. Hallo, Oliver und Steffen. Ihr seid, ich meine, Oliver Steffens. Ach ja, die lieben, die haben Spaß. Aber so kann es eben auch. Hauptsache nicht arbeiten, Oliver. Tja. Hauptsache nicht arbeiten. Soll ich wieder den Rechner hochfahren? Der Rechner muss ja neu booten, nachdem du ihn ausgemacht hast. Macht jetzt ein Update noch, ne? Genau. Wir sehen aber auch auf der Karte generell nicht sonderlich viele Wards. Also es wird nicht sich wirklich darum gekümmert, dass man eben eine gute Vision hat, was ja sehr, sehr wichtig eigentlich ist. Ihr echt. Seid echt so. Gut, okay. Ist einfach nur Bild in Bild, League of Legends. Ja. Starke Aktion. Bild in Bild, League of Legends. Das ist, sowas mag ich aber auch. Das sieht natürlich auch cool aus. Wenn ich jetzt woanders hingehe, natürlich, warte mal, dann sieht es, glaube ich, ganz cool aus. Ach, sind gar nicht. Nee, es ist dasselbe Game. Guck mal, jetzt ist dasselbe Game. Ist ja mega gut. Und du kannst theoretisch auch Replays in deinem Ding zeigen, weil du in der Zeit zurückspringen kannst. Wenn wir so nochmal was sehen wollen, könnten wir theoretisch, könnte der eine ein Replay vorbereiten, dann springt die Regie auf den anderen Rechner. Wir sind hier besser als die professionelle Übertragung bei Riot Games. Alter, aber nicht schlecht. Stimmt, also das könnten wir wirklich so wird es ja tatsächlich in der Profiliga gemacht. Die haben bei Riot Games geschätzungsweise 400 Millionen Spectator, die jeder das Spiel angucken, damit du zu jeder Zeit nichts verpasst und eben auch immer im Replay bereit bist. Ich war ja mal bei Riot Games in Berlin, hab mir das mal angesehen, wie die da arbeiten und da hast du halt wirklich, glaube ich, drei Leute sitzen, die nur dafür zuständig sind. Ja. Die nur eben diese Replays machen. Da gibt's halt eine ganze Abteilung, die halt diese 1-Minuten-Clips, die vor der Eröffnung des Turniers halt laufen. Gibt's eine ganze Abteilung, die Feature-Videos. Jawohl. Wenn du halt auch bei Clans zu Hause bist. Das ist einfach enorm professionalisiert, mega cool. Und die Morgana ein bisschen, naja. Versucht sich hier jetzt beim Dragon einzumischen, geht aber alleine rein, hat einfach nicht genug Tankiness, um da so viel Schaden abzufangen. Aber macht es gut. Also sie hat es überlebt und jetzt kommt Rek'Sai. Der Drache konnte nicht gut werden. Das ist der zweite Drache für das rote Team. Und jetzt wird hier Alistar eventuell abgeholt. Kann mit seiner Ulti wieder super viel tanken. Ja, aber das ist... Geht aber gegen fünf Leute. Muss er einfach nur den Bach runtergehen oder den River eben, dem er gerade. Den Bach. In eben dem er gerade gestorben ist. Ja, aber trotzdem, es ist immer noch ein knappes Spiel. Es war ein richtig guter Teamfight wieder von den Twisted Fabs. Die verkaufen sich hier nicht schlecht gegen eben diese Platin-Spieler. So, wollen wir mal ein bisschen sinnvolles oder eben sinnloses League of Legends-Knowledge rausholen. Wir sehen jetzt hier bei Morgana und Syndra einen sogenannten Flame Horizon heißt das. Das sind nämlich über 100 Farm Vorsprung. Jetzt können wir vielleicht erstmal kurz auf diesen Kampf eingehen, aber ich glaube, da wird passiert nichts. Gutes Engage. Der gute Flame Horizon kommt daher, dass ein Top-Namer namens Flame, der damals bei einem Atsumu-Team
in Korea gespielt hat, der war so gut auf der Top-Lane, dass der immer mindestens 100-fachen Vorsprung vor seinem gegnerischen Top-Laner hatte. Und das nannte man eben den Flame Horizon, weil du am Horizont siehst du Flame so gerade verschwinden, so, weil er dir so weit voraus nicht ist schlecht, und so stark. Und deswegen kann man, wenn man einen 100 Farm-Vorteil auf einer Lane hat, der ist jetzt in diesem Fall durch eine AFK begründet und nicht, weil eben der gegnerische Midlaner dich, Syndra, so gut outfarmt hat. Heißt Flame Horizon, kann man ja mal, das ist so, das ist schönes Insider-Wissen. Faktastisch der League of Legends Welt. Dann gibt mal gleich noch einen weiteren Kommentar dazu ab. Hier hat jemand im Chat gefragt, leider ist der Chat schon ein bisschen weitergesprungen. Welcher Champion ist denn gut für einen Anfänger? Wen kann man empfehlen? Da würde ich ganz stumpf erstmal Garen empfehlen. Garen ist ein Champion, Garen, der für Anfänger enorm gut ist, weil der eben, der hat grundsätzlich keine Skillshots, also du musst deine Fähigkeiten nicht perfekt treffen. Ja. Hat ein Kit, was sehr einfach ist. Du kannst mit deiner Q schnell rennen und deinem Gegner wehtun. Mit deiner E drehst du dich im Kreis und machst Damage und deine Ulti ist einfach nur ein riesiger Strahl vom Himmel, der enorm viel Schaden anrichtet. Und das W war? Der W ist ein Schild, der Damage abfängt. Das heißt, damit kannst du tanken. Eben auch. Ist so eine kleine L ist der Ulti, ein Mini. Sozusagen. Und würdest du auch sagen, na gut, ich hätte jetzt fast schon noch eine Annie gesagt zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch eigentlich straightforward. Du hast einen Q, einen Feuerball, den klickst du auf den Gegner rauf, dann kommt dieser Feuerball auf den Gegner. Ja, Annie ist auch sehr, sehr schön. Du hast ein W, das ist halt ein Feuerstrahl, den du halt nach vorne machst. Jetzt gucken wir erstmal auf den kleinen Fight. Morgana wird abgeholt, hat keine Vision und da können sie jetzt, sie können noch diven, dive noch mit Trundle und da wird jetzt, können sie Morgana noch abholen. Shyvana ultet raus, Trundle kann sie noch mal auffressen. Rek'Sai jetzt unter dem eigenen Turret, wird aber von den beiden, die sind so tanky, die können so viel Schaden fressen, dass ihnen dieser Turret komplett egal ist. Und da holt sich eben Beans Rocket einen Doppelkill in der Gleich zu erwähnen, warum wurde jetzt gerade Morgana zu einer goldenen Statue? Sie hat das sogenannte Sonjas Hourglass, Sonjas Stundenglas gekauft. Das ist ein Item. Es gibt manche Items, die sind einfach nur da und haben Werte. Genau. Und manche Items haben aktiv einen Nutzen. Das Sonjas Hourglass macht dich eben für, ich glaube, 2 Sekunden sind es. Ich glaube, 1,5 Sekunden, sowas in der Richtung, genau zu sein. Macht es dich unverwundbar. Ja. Und damit kannst du eben, frisst du eben keinen Schaden. Ja. Und das ist ja einfach extrem viel wert, weil trotzdem. Oh, jetzt schauen wir erstmal Azrael. Da wurde erstmal auf den Boden geslammt, kann jetzt nochmal vielleicht ein wenig was abgeholt werden. Alistar steht vorne und macht Schaden. Wir haben auf beiden Seiten keine Ultis mehr bei den Eddie Carries. Azrael vielleicht gleich, der wird ordentlich Schaden an Alistar gefressen. Die Kuh will nicht raus. Die will nicht raus, die ist auch ganz schön tanky und da gehen beide Spotter enorm low raus. Jetzt kann Lucian vielleicht, aber das Ressource ist drauf, sein Schaden ist zu wenig und jetzt kann Azrael draufgehen, wird jetzt vielleicht seine. Oh, da kommt der Teleport. Da kommt der Teleport von Trundle. Da sieht man das auch eine Fähigkeit. Teleport haben wir vergessen zu erwähnen. Haben wir tatsächlich besprochen kurz. Hast du? Ja, ja, wir haben Teleport kurz angesprochen. Naja, die Top-Lane. Ich sag's einfach nochmal. Man kann sich teleportieren. Man kann sich teleportieren. Hätten wir das auch erklärt. So. Ja. Genau, also wir haben, wie gesagt, Items, die aktive Fähigkeiten haben, die passive Fähigkeiten haben. Der Azrael hat zum Beispiel ein Item gekauft, das nennt sich Iceborne Gauntlet. Jedes Mal, wenn er eine Fähigkeit macht und danach eine Attacke auf einen, egal, auf einen Minion oder auf einen Champion macht, taucht so ein kleiner Eis-Untergrund unter diesem auf und der verlangsamt den Gegner. Und das ist halt natürlich sehr, sehr wertvoll. Genau, das ist eben Lucius. Das ist ein sehr ungewöhnlicher AD Carry-Bild. Das sieht man normalerweise auf diesen Schützen eben nicht. Aber das funktioniert mit dem Azrael und seinen Fähigkeiten und seinen Stats eben enorm gut. 2,5 Sekunden sind es übrigens beim Sonjas Hourglass. Oh, okay. Gerade. Wir haben ja quasi, also wir haben ja unser Gehirn mit unserem gefährlichen Halbwissen und der Chat kommt dann nochmal dazu. Der Chat ist unser Gehirn. Der Chat ist also größtenteils schon, das kann man so, Kann man so sagen. Wir sind jetzt hier in Gang auf der Botlane von beiden Seiten. Shyvana geht rein und Rek'Sai ist auch da. Da kommt die Shyvana und springt auf die beiden drauf, haut den Azrael aus dem Leben. Und Braum auch. Und da ist Shyvana einfach nur dick und moppelig. 4 Kills hat die schon. Richtig schön dick und fett, wie man es so schön nennt. Krass. Also so viel Schaden, wie die macht, da sollte man ein bisschen zurückgehen. Gerade sehr vorsichtig sein. Ja. Auch was die Wards angeht, man sieht, die Twisted Fabs haben 2 Wards. In einem im Tribush, das ist hier. Den nennt man immer Tribush. Mhm. Und den anderen haben sie hier hingestellt. Also, okay, wir sind jetzt gerade nicht bei mir. Genau, wir sind bei dir. Wir haben hier diesen Tribush für die Pink Ward. Wir haben den hier. Und da werden sie halt ordentlich gecampt. Und vor allem ist Shyvana jetzt an einem Punkt mit ihrem Devourer. Sie hat den Devourer schon als Sated Devourer fertig. Das heißt, der ist fertig gesteckt. Sie macht ordentlich Damage jetzt. Und ist 4-0. Also, die macht überhaupt keinen Spaß mehr. Sie hat eine, wie man das so schön sagt, danke Chat dafür, titanische Hydra. Eine Titanic Hydra, genau. Genau. Und dieses Item hat eben auch eine aktive Fähigkeit und eine passive Fähigkeit. Das gibt halt einen, wenn du halt eine Einheit normal angreifst, greifst du halt nur diese Einheit an. Dieses Item gibt dir die Chance,
anderen Einheiten, die in der Nähe stehen, ebenfalls auch Schaden zuzufügen und mit der aktiven Fähigkeit nochmal einmal einen Schadensboost rauszuhauen. Genau. Also das ist schon ein starkes Item auf Shyvana. Ja, passt ganz gut dazu, weil sie eben auch, es gibt die Ravenous und die Titanic Hydra, das sind im Grunde ist dasselbe Item, man kann es auch, wenn man es fertig gebaut hat, kostenlos wechseln, während die Ravenous Hydra allerdings eher darauf ausgelegt ist, mehr Schaden zu machen. Die Titanic Hydra bringt dir auch Schaden, aber nochmal eher diesen, diese Tankiness, dass du eben noch so ein bisschen mehr aushalten kannst. Also ich finde das, wie gesagt, ich finde das richtig toll, wie sich halt die Twisted Fabs bisher verkauft haben, aber man muss dazu sagen, auch die Syndra kommt langsam zurück, ist jetzt Level 10 und ist noch nicht gestorben und die Shyvana, ja, die macht das ja bisher perfekt. Sie steht 4-0. Genau, also und noch nicht einmal gestorben. Und vor allem holt sich hier jetzt auch das Team von Beast Rocket den dritten Drachen ab, wenn er nicht geklaut werden kann. Von Rektor, der springt rein. Aber Shyvana, smite ihm sicher. Jetzt kommt jetzt hier zum ersten Fight. Es wird Braum vorne abgeholt. Nein, er kommt nochmal rausgeflasht. Aber da ist jetzt Morgana ganz allein in 5. Und Morgana, du bist toter als einfach nur tot. Also von der Grundidee her, Morgana reinzustellen, ihr Ult machen zu lassen, das Sonias Hourglass zu zünden, also unbesiegbar zu werden. Das Ult geht dann übrigens weiter, trotzdem. Und dann erstmal die Gegenspieler zu halten, während dein eigenes Team dann vielleicht noch reagiert und alle abfarmt. Das hat hier nicht so funktioniert. Sie mussten eher disengagen, also weglaufen. Ja. Ich habe übrigens meine Hausaufgaben nicht gemacht. Seit Patch 6.4 kann man Titanic und Ravenous Hydra nicht mehr wechseln, kostenlos. So, so. Mighty Bohne, Dankeschön dafür. Das ist natürlich, sind natürlich auch Fakten. Ich muss wirklich dazu sagen, ich habe es nicht so aktiv verfolgt, was sich jetzt alles durch die Patches verändert hat. Da bist du der Experte und der Chat noch besser. Noch, der Chat muss noch expertiger. Ja, noch expertiger. Und also es verändert sich so viel und man. Und Shyvana, das war vielleicht sogar ein bisschen. Es war nicht so clever, alleine da im Jungle rumzuhängen. Und dann kommt halt Twisted Fabs mit 4 Leuten und sagt, Dankeschön. Sie traut sich da halt ganz schön viel, weil sie eben schon so viele Kills hat, weil sie so viel Farm auch hat, 40 Farm mehr als der gegnerische Jungler. Das ist alles Gold, was enorm gut bei so einer Shyvana aufgehoben ist. Und die traut sich da halt einfach viel, weil sie sagt, ich bin Tank, ich mach alle platt. Aber wenn sie eben ganz alleine ist und niemand irgendwie in der Nähe ist, dann kann natürlich hier ordentlich abgeholt werden. Genius P fragt, sind das Viewer Games, kann man mitmachen? Ja, wie gesagt, such dir am besten 4 Freunde oder 4 Leute, die auch Bock drauf haben aus der Community über Twitter oder über den Rocket Beans Chat in-game und findet euch zu einem Team zusammen und dann casten wir eure Spiele. Warum nicht? Wir sind jetzt in der Phase am Spiel, das merkt man jetzt vielleicht schon, das sieht man auch vielleicht, wo alle Champions sich auf andere Lanes bewegen und man zusammen eben sogenannt roamt, also sich halt um die Map bewegt, versucht, andere Turrets, andere Ziele abzuholen, um eben zusammen stärker zu sein und man nicht mehr einzeln auf seiner eigenen Lane bleibt und abchillt. Ab welchem Zeitpunkt sollte man eigentlich seine Lane verlassen und als Team zusammen herumlaufen? Gibt es da einen Richtwert? Also man kann es ungefähr, angenommen, man spielt ADK auf der Botlane, sobald du deinen Turret den gegnerischen Turret eingerissen hast, dann sollst du anfangen zu roam. Okay. Man kann es aber auch schon wesentlich früher oder wesentlich später machen. Das kommt immer auf den Spielverlauf an. Wenn du zum Beispiel merkst, dass deine Midlane total Probleme hat und viele Probleme hat, dann kannst du auch schon früher roam, musst aber dadurch auch einsehen, dass wahrscheinlich dann eben so eine auf der anderen Teilen der Map gesehen wird, ach guck mal, die Botlane ist gerade in der Mitte, ja, dann reißen wir doch die Botlane ein. Also man muss, es ist immer so ein kleines Ding von Eintauschen. Man tauscht häufig Dinge, man tauscht dann Turrets gegen Turrets auf der Map. Und sobald man seinen eigenen Lane-Turret eben runter hat, kann man ruhig anfangen, ein wenig sich mehr zu bewegen. Was ich ganz interessant finde, ist halt hier das Ward-Placement, nennt man das ja so schön. Also Wards sind ja kleinere, ja, man nennt es ja auf Deutsch, sind es ja Augen. Ja. Sind kleinere Türmchen, die man auf die Map stellt, um Sicht zu haben. Also um im Dschungel oder halt auf der Lane irgendwo stellt man die hin in einem Busch und sieht dann genau, was in diesem Umkreis passiert. Das hier zum Beispiel ist ein Ward, der rechts bei Niklas. Ja. Das ist immer so krass, man ist bei Niklas und hier. Ja, genau, da. Das ist ein Ward. Ward. Das ist ein Ward. Der zeigt dir halt einfach diesen Umkreis an und man sieht genau, was da passiert. Also man sieht halt im Dunkeln ein Licht. Genau. Und kann dann sehen, wenn der Gegner dort steht und sich vielleicht zusammenfindet, dann sieht man das. Genau, die Vision ist eben relativ wichtig. Vision, gerade im kompetitiven Bereich ist dieser Überblick, diese Sicht auf der Map, dass man eben weiß, was wo im Jungle passiert, so wichtig, weil du dann eben dementsprechend dich verhalten kannst. Wenn du weißt, wo der gegnerische Jungle ist, weiß ich dann, oh, jetzt sollte ich offensiv, jetzt sollte ich defensiv spielen und kannst dir viel mehr erlauben, weil du weißt, so schnell wird dir hier nicht herkommen. Genau. Und da gibt es jetzt gleich auch noch was dazu zu erwähnen. Deswegen gab es, glaube ich, seit dem Rework, das ist schon wieder ein bisschen länger her, sogenannte Trinkets. Trinkets gibt es genau 3 unterschiedliche. Einmal gibt es ein Warding-Trinket. Das ist halt immer auf der Nummer 4. Das sieht man ganz links oder rechts. Oh, jetzt gucken wir erstmal auf den Fall. Oh, jetzt wird die Resolution muss raus, weil er zu low ist und Morgana engaged. Zündet ihre Ulti. Kann damit Syndra festhalten. Hourglass gezündet. Aber Shyvana kommt rein. Shyvana macht so viel Shyvana viel Schaden für die Backlane. Und Syndra die Backlane gegen die Backlane getradet.
wunderschöne Sinsaul. Da wird jetzt ordentlich rausgehauen. Morgana konnte Syndra abholen und jetzt kämpft man hier mit enorm wenig Leben. Aber gegen drei Tanks, komm schon, das sollte man lassen. Abgeholt und Shyvana ist auch schon low, will trotzdem noch mitspielen. Trundle hat super viel Leben, super viel Tanky, reißt da jetzt Braum noch mal an, aber oh, das könnte kann ihn nicht holen, muss rausgehen, wenn Morgana jetzt das Binding landet. Ja, das hat sie gerade verschwendet, um halt Lucio zu fangen. Jetzt hat sie es wieder und daneben. Schade. Hier hat man also erstmal 1 gegen 1 getauscht. Ist also generell in Ordnung. Toplaner gegen Midlaner getauscht in diesem Kampf. War vielleicht noch mehr drin, aber ordentlich. Ja, aber zurück zu den Trinkets, ganz kurz noch erklärt. Trinkets gibt es, wie gesagt, 3 Stück. Die sieht man unten links bzw. unten ganz rechts. Da sieht man viele blaue und viele gelbe und ein rotes. Das gelbe ist halt das Warding-Trinket. Also es gibt dir einen Ward, das gibt es ja auch erst seit letzten Patch erst oder vorletzten. Also das gelbe, die gelbe Ward gibt es ja eigentlich schon ewig. Ja, ich meine aber, dass es sich selbst... genau, dass es sich selbst refresht und selbst erneuert, dass du quasi 2 Wards sozusagen dabei hast. Die Wards sind unsichtbar, das heißt, wenn ich jetzt durch einen Busch laufe, in dem eine Ward steht oder generell irgendwo langlaufe, eine Ward steht, sehe ich die nicht, außer ich habe, wie eine das da ist, eine Pink Ward, die wir hier sehen, die kann man im Shop kaufen, die deckt eben Wards auf, unsichtbare Einheiten, unsichtbare Sachen, wie halt bei Teemo ist es ein kleiner Gnom, der einfach nur nervt und scheiße ist, der setzt unsichtbare Pilze und wenn man drüber läuft, explodieren die und wird vergiftet und das macht einfach enorm viel Schaden. Und die sieht man zum Beispiel dadurch. Ja. Dann gibt es halt das rote Item, das deckt ebenfalls Wards auf und du kannst die dann angreifen und zerstören oder auch eben unsichtbare Einheiten. Ja. Kann man unsichtbare Einheiten damit sehen? Ja, du kannst damit auch unsichtbare Einheiten. Also wenn eine Rengar ult oder eine Evelyn, die kann man dann innerhalb dieses roten Trinkets auch eben erkennen. Und dann eben noch das Blue Trinket, das kann eben mit einer enormen Reichweite warden, ist aber nicht unsichtbar, wenn es aufgestellt wird. Aber du hast alle 60 Sekunden eine kostenlose Ward, die unendlich hält und die man aber auch sehen kann. Am Anfang hast du diesen Ward eben nicht. Das kann man erst ab Level 9 holen. Also updatet sich ja automatisch auf Level 9. Oh, der Drachen wurde trotzdem von Beans Rocket gesichert. Braum hatte oben Probleme, der war ein bisschen zu weit vorne, aber Trundle wagt sich hier sehr, sehr weit nach vorne. Evil steht da zu weit vorne, kann... ordentlich schönes Ult. Trundle steht vorne, frisst viel Schaden. Aber jetzt ist er zu low. Alistar geht down, Trundle geht down. Die beiden Tanks sind weg und Shyvana springt einfach rein. Der ist alles egal. Die sagt, ich bin Shyvana, ich mach viel Schaden, aber nicht genug gegen 5. Das war nicht clever. Und nicht alleine. Spielt das richtig gut runter. Richtig gut abgeholt hier im Jungle. Schön gekämpft. Wir haben jetzt über 40, teilweise 30 Sekunden auf Alistar sind diese Charaktere jetzt tot. Das ist auch was ganz Wichtiges, was man, wenn man es nicht weiß, erwähnen muss. Wenn jemand stirbt im Spiel, dann ist der über längere Zeit tot. Das bedeutet, man ist dann eben, am Anfang vielleicht noch 5 Sekunden tot, nachher kann es dann Zeiten bis zu einer Minute geben und in der Zeit kann man natürlich enorm viel Druck machen und jetzt versucht hier das blaue Team eben den Baron zu holen, das ist dieser Buff, den gibt es erst ab Minute 20 im Spiel und der ist so stark, der hat viel Leben, der tut hier auch weh, aber an einem gewissen Punkt im Spiel kannst du da eben den ganz gut abholen, jetzt greifen sie den an, der gegnerische Jungler ist tot, keiner kann Syndra da wirklich kontesten. Lauert in der Nähe, die will den vielleicht noch holen, schafft sie das? Sie wirft drauf, aber gar keine. Sie kann Braum abholen. Sie kann den Braum abholen. Das hat sie noch sehr schön gemacht. Braum war zu low vom Baron und kann. Ja, aber das Ding ist halt, das bringt jetzt nicht so den entscheidenden Vorteil. Man sieht jetzt, jeder hat diesen lila farbenen Buff in sich herumkreisen. Und der hat, wie gesagt, verschiedene Fähigkeiten. Zum einen, er macht dich halt stärker, was deine Angriffs, Damage, Attack Damage, also deine Angriffskraft, deine Magie-Power. Er bringt dir so viel mit, was eben sinnvoll ist und vor allem verstärkt dir eben die Minions um dich rum. Richtig, und das ist halt das Wichtigste. Mal alle, glaube ich, 3 Waves spawnt ein Siege-Minion. Genau, eine sogenannte Belagerungs-, eine Belagerungseinheit. Und die, wenn die stark ist, also wenn die mit dem Buff ausgerüstet ist, mit dem Baron-Buff, wenn er in der Nähe steht, dann hat die so eine weite Range. Ja. Genau. Dass sie selbst einen Tower aus der Distanz, das ist eine Artillerie, die man dann mitnimmt. Und damit, das ist extrem stark. Damit kann man dann sehr schön siegen und es gibt eben im Profibereich dann auch Teamkompositionen, die eben nochmal darauf ausgelegt sind zu siegen, also zu belagern. Mhm. Das heißt, die haben dann eben noch ein Kit, ihre Champions haben Fähigkeiten, die einfach dann die anderen davon abhalten. Und jetzt geht's denn so auf Lucian, weil der ist nämlich ganz alleine vor Top-Lane, der wird in 2 Sekunden abgeholt. Was macht denn der Lucian mit dem Rageblade? Moment das mal. Ist einfach nur, das darf dir nicht passieren im AD Carry, gerade so in diesem Spielverlauf, wo du über Minute 30 bist, der AD Carry fehlt jetzt und das bietet hier jede Menge Möglichkeiten, Teamfights zu spielen. Und man muss wirklich sagen, wie wir schon vorher gesehen haben, da spielen jetzt Platin-Spieler, gute Platin-Spieler gegen Bronze- und Silberspieler und die Bronze- und Silberspieler verkaufen sich hier einfach als Team. Die halten eben super zusammen. Das ist eben ganz wichtig. Daran erkennt man eben, League of Legends ist ein Teamsport. Könnt ihr auch sagen, wenn ihr selber mal spielt und schlecht seid und viel sterbt, einfach sagen, hey Leute, League of Legends ist ein Teamgame. Genau. Ihr müsst mich carry.
Carry. Ja, so ein Bullshit. Und Simsau holt jetzt hier vielleicht auch nochmal Shyvana ab. Shyvana hat aber viel zu viel Schaden. Und auch zu tanky das Rageblade, der Devourer. Aber er lebt noch lange. Er lebt noch lange mit und jetzt kommt Trundle dazu. Aber der ist eine Hilfe. Uiuiuiui. Aber da Shyvana hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass der noch so lange lebt. Ja, also Simsau hat halt auch schon ganz schön gut gefarmt. 260 Farmen sind auch. Die Kuh frisst. Frisst einfach nur den Schaden. Macht ihre Ulti dann nicht mal wirklich an. Nee, muss sie nicht. Genau. Aber trotzdem, man hat schon gesehen, okay, ohne Ult ist sie auch schon ein einfaches Ziel. Sie hat auch interessante Items. Zum einen hat sie, oh Gott, ich weiß immer nicht, wie das heißt, ein Locket of the Iron Solari und daneben ein Face of the Mountain. Das sind zwei sehr interessante Items. Das eine gibt, wenn du es aktivierst, das Locket of the Iron Solari, einen Schild für alle Teammitglieder in der Nähe. Ja. Und das Face of the Mountain gibt, wenn du das aktivierst, musst du aber auch auf einen einzelnen Champion draufklicken, gibt diesem einen Champion dann auch nochmal einen großen Schild. Ja. Also das sind sehr, sehr interessante defensive Items. Deswegen heißt eben Supporter auch Supporter, weil er dazu da ist, seinem Team eben auszuhelfen, Schilde zu geben. Und jetzt sehen wir das hier gegen diese Baron-Minions zu kämpfen. Das kann sehr, sehr nervig sein. Und dieser Baron-Buff, der kommt auf diese Vasallen nur, wenn man daneben steht oder in der Nähe steht. Und ja, der ist jetzt noch auf einigen Membern vom Team aktiv. Ich sehe auch einen Fehler, den Alistair gerade macht. Was denn? Alistair hat ein Item, das nennt sich Sidestone. Und Sidestone gibt dir 3 Wards immer mit an die Hand. Hier kannst du immer stellen, das lädt sich dann auf. Also insgesamt sind es, glaube ich, 4 insgesamt in diesem Item drin. Und 3 Wards kannst du ja aktiv auf der Map immer verteilen. Es sind, glaube ich, nur noch 3 Items seit dem neuesten Patch. Und er hat, ja okay, oder aber er hat das Warding Totem immer noch dabei, genau, mit dem normalen Ward. Er hätte sich, sein Trinket, sein gelbes Trinket, sollte er mit einer Sweeping Lens, mit diesem roten Item auswechseln, damit er eben Wards aufdecken und stellen kann. Das wäre durchaus ein wenig sinnvoller. Ja. Hat er wohl beim Kauf vom Sidestone bisher vergessen. Und Totenstille AD hat halt auch recht. Twisted Fapes hat es ein bisschen verplant oder verpasst, ihren Baron-Buff mal ordentlich auszunutzen. Ja. Also der war jetzt eher Pustekuchen. Man konnte nicht wirklich so viel holen, allein aus der Tatsache, dass Simsau sich eben gesagt hat, ich bleibe aber Top-Lane und chill hier und ist dann nochmal gegen Shyvana gestorben. Nachdem man Lucian geholt hätte, hätte man sich eventuell im Team gruppieren können, versuchen, andere Turrets reinzuholen. Und jetzt sehen wir es hier, die Botlane pusht rein, erster Teamfight und die Lucian-Ult frisst den Simsau komplett weg. Morgana war noch im Jungle, das war jetzt etwas unklug von Twisted Fapes, so weit vorne zu stehen. Ist in ihrer eigenen Base und hier hat man jetzt mal wieder den Toplaner ausgeschaltet und kann jetzt hier reinpushen. Und wir sehen, dass die Botlane pusht gerade rein für die Beans Rockets. Die Toplane pusht auch jetzt langsam entgegen, sehen wir hier auf der Map. Da sind viele Vasallen, die da einfach gegensteuern. Und jetzt können sie hier in der Midlane auch vielleicht was holen. Das heißt, die Map-Pressure ist gerade eher auf Seiten des roten Teams. Und Shyvana, die springt mal wieder rein. Aber Rek'Sai kommt da ganz gut. Aber Rek'Sai ist sehr, sehr low. Und jetzt könnte halt Beans Rocket etwas pushen. Also bisher sieht es bei ihrem Team von der Gesundheitsanzeige her ganz gut aus. Und sie warten auf Folgendes, nämlich den Dragon. Den sieht man oben links bei uns, sieht man die Anzeige, dass es noch 10 Sekunden sind, bis der nächste Dragon spawnt. Und der Dragon bringt nämlich Folgendes, der bringt Buffs. Ja. Und diese Buffs sind jetzt so wichtig, weil sie schon 4 davon haben. Das wird jetzt der 4. Drache und das ist eben das Interessante. Wir sehen das oben, man hat dieses, das wird jetzt der 5. Drache. Der 5. Drache ist nämlich enorm wichtig. Der ist sogar fast schon stärker als ein Baron Buff. Das heißt, den kann man auch sehr, sehr gerne eintraden. Der bringt dir einfach, der verdoppelt einfach deine Buffs, der macht dich stärker, du hast so viel Schaden dabei, wenn du den hast und den hat jetzt eben das Team, damit können sie jetzt eine ganze Weile ganz schön viel anrichten. Ja. Sie können jetzt Turrets einreißen, sie können Turret-Schaden aushalten. Sie können das Spiel jetzt eigentlich und schon beenden. Jetzt dürfte das blaue Team eigentlich schon gar nicht mehr kämpfen, weil sie einfach wissen, dass sie zu viel Schaden fressen. Aber sie machen trotzdem Alita Solo Frontline. Unglaublich, was der da spielt. Der hat ja nicht mal einen Sterics gebaut, aber trotzdem Frontline zu spielen. Ja. Und jetzt kann man da reingehen, man kann auch locker tanken. Geht doch mit Trunk, geht doch rein. Ihr habt doch die Alistar Ulti, sind raus auf der Toplane. Ihr könnt da doch fighten, aber man geht da lieber auf den Turret, der wird da jetzt abgerissen. Was macht denn Sindau da auf der Toplane? Split push die Toplane solo, portet sich jetzt back. Und hier kann man jetzt ganz schön viel anrichten. Oha, oha, das ist jetzt eine ganz, ganz kritische Situation. Ezreal als auch Rom sehr low. Ja, und Team Beans Rocket hier, die wollen das, glaube ich, sogar beenden. Jetzt und Shyvana springt rein, macht da ordentlich Damage. Die Braumut kommt raus, machen wir die Sensau weggenockt. Jetzt muss Lucian da irgendwie von der Morgana Ult entfliehen und da wird jetzt oben gekämpft. Man versucht sie abzuholen. Ezreal holt Lucian ab, Syndra holt Braum ab und jetzt ist Sensau mittendrin, versucht die Schaden zu machen, aber kann er es noch irgendwie abholen? Nein! Double Kill für Syndra und auch. Ja, damit gerne Sünder, sie haben ab. Aber das wäre wieder ein Tausch. Zwei Leute! Rek'Sai snipe nochmal Alistair Alistair weg, entschuldigen Sie bitte. Holt er mit seiner Ulti nochmal den Support ab. Und das ist dafür, dass sie 5 Drachen haben, enorm schlecht hier ausgegangen für Beans Rocket. Ja, also kurz zusammengefasst, also das eine Team, Beans Rocket, hatte einen
extrem guten Buff. Sie waren extrem stark und haben dementsprechend auch schnell gepusht. Und das andere Team musste sich erstmal finden, hatte extreme Probleme damit, sich überhaupt zu positionieren. Und hat es eigentlich ganz gut gemacht, als der Xin Zhao, der eine Champion, dann da war, hat sehr, sehr viel Schaden rausgehauen und ja. Das Problem war ein bisschen, dass sich dieser Teamfight eben aufgesplittet hat. Das heißt, wir haben hier keinen wirklich genauen Fokus gesehen. Lucian musste entfliehen, weil er eben diese Morgana-Ult, das ist, wenn Morgana ihre Ult anmacht, dann hält sie für eine gewisse Weile jeden fest, der neben ihr steht. Ja. Wenn man eben eine gewisse Zeit daran aushält. Und ja, Lucian war da eben von beeinflusst, konnte nicht wirklich viel Schaden machen, musste entkommen. Das ganze Team war einfach von der Position her, die Absprache hat nicht richtig gestimmt. Und das war ein kleines Problem. Aber ansonsten konnte man hier nochmal stark verteidigen. Allerdings hat man einen Inhibitor-Turm bekommen. Ja. Und das ist jetzt etwas, worüber wir auch mal eingehen können. Haben wir bisher nicht wirklich darüber geredet. Ich springe mal kurz auf die Map hin. Das hier ist ein Inhibitor. Und Inhibitoren sind Gebäude, die machen im Gegensatz zu Türmen keinen Schaden. Aber wenn diese kaputt sind, habt ihr immer stärkere Vasallen. Einen ganz, ganz großen, starken Inhibitor-Vasallen. Einen Super-Minion nennt man den eben. Und der pusht dann eben durchgehend eure Lane ein, eure Minions. Und die helfen euch dabei, Turrets zu reißen und die Basis eben dann kaputt zu machen. Der spawnt immer. Das ist halt wirklich extrem nervig. Der hält sehr, sehr viel aus, der ist sehr, sehr stark. Ja, und wenn man mit dem zusammen immer pusht oder halt ihn alleine pushen lässt mit den Minions und man versucht eine andere Lane, also nochmal oben oder unten jetzt die Tower zu holen, auch einen weiteren Inhibitor zu zerstören, dann spawnt dort eben auch so einer und dann kann es halt richtig nervig werden. Genau. Wir sehen jetzt hier auch dieses, was wir eben in unserem eigenen Spiel angesprochen hatten, dieses ZZ Rod Portal, das hat sich eben Xin Zhao gekauft und da kann jetzt damit sozusagen, irgendwohin dieses Portal bauen, um eben seine Lane ein wenig weiter rein zu pushen. Und das machen sie gar nicht mal so übel. Und jetzt geht es hier wieder los. Der Baron ist wieder ab. Das heißt, der Baron, wenn man ihn getötet hat, ist er natürlich ein wenig auf Cooldown und kann nicht angegriffen werden. Und hier bewegt man sich jetzt am Baron. Vielleicht kommt es sogar zu einem kleinen Fight. Trundle kann die Toplane ranpushen und Xin Zhao hat auch nicht wirklich viel gespannt. Sie haben auf jeden Fall jetzt den Baron rundum, also beide Teams rundum gewardet. Also jeder sieht, was gleich passieren wird. Und jeder kann auch sofort reagieren, wenn die Teams sich richtig zusammenstellen. Aber man geht da erstmal ein bisschen von weg, hat ein bisschen Angst, da reinzugehen. Und wir haben hier einen 4000 Gold-Vorteil, der langsam aber auch nicht mehr so super relevant ist, da irgendwann beide Teams auf ein maximales Level kommen. Aber Syndra ist immer noch Level 15. Und Braum kann abgeholt werden, kann nicht abgeholt werden, weil er eben zu viel Schaden blocken da. Das ist genau das, was ich meine. Das Niedermähen, die ultimative Fähigkeit von Lucian, wird von seinem Schild komplett abgeblockt. Trundle bleibt da stehen und jetzt versucht man hier auf die Tanks zu engagen. Und die Xin Zhao, dieser Knockback, wirft sie noch mal weg und jetzt geht Morgana rein, versucht hier Ult mit Sonyas zu verbinden, schafft es aber nicht, hält nur Shyvana fest. Ezreal kriegt Syndra und jetzt wird hier ordentlich aufeinander eingeklappt. Man schlägt aufeinander ein. Double Kill für Trundle. Der will einfach nicht sterben. Ezreal holt ihn ab, ihren Paket am Paketband und jetzt knockt Alistar noch mal raus, dass er Lucian überlebt, aber Ezreal hat viel zu viel Leben, holt sich den Triple Kill. Das ist das Ace, der Quadra-Kill für Ezreal und das ist nochmal der absolute BM, also Bad Manner, schlechte Manieren von Rek'Sai, hier nochmal sein Logo zu spammen und zu sagen, Leute, ich spiele übrigens Rek'Sai nicht zum ersten Mal, ich kann den ganz gut, diesen Champion. Das habe ich auch immer gesehen, auch immer im Profibereich machen das ab und zu die Leute und spammen halt dieses Ding. Ich find's cool, also sieht schön aus. Ich hab's noch nicht. Ich hab's noch auf keinen Champion. Genau. Und wir sehen jetzt hier, die beiden sind jetzt noch im Leben, während alle anderen tot sind. Das heißt, ihnen bleiben jetzt noch 13 Sekunden, bis Syndra wieder da ist. Oh, als Erste, die vom Team am Leben ist. Genug Zeit, um sich zum Beispiel diesen Top-Lane-T2-Turret, wie man ihn nennt, die zweite Riege an Türmen sozusagen abzuholen. Und damit kann man jetzt ordentlich mit Pressure aufbauen. Auch Rek'Sai pusht hier die Midlane entgegen und der Drache ist gleich wieder ab. Und jetzt ist eine interessante Mechanik. Über den Drachen haben wir bisher noch nicht so viel geredet. Genau. Es gibt 5 Drachenbuffs verschiedene. Das heißt, wenn man sich den ersten Drachen abholt, bekommt man was, wenn man sich den zweiten Drachen abholt, den dritten, den vierten und der fünfte bietet dir eben diese Verdopplung der Buffs und noch andere Sachen für einen gewissen Zeitraum. Genau. Aber der hält nur eine gewisse Zeit und dann siehst du, wir sehen oben, Team Brainstorm ist jetzt wieder nur bei 4 Drachen, obwohl sie den fünften ja schon mal gemacht haben. Genau. Und ja, sie sollten sich jetzt vielleicht mal auf der blauen Seite vielleicht mal einen Drachen sichern, um also, so langsam mal. Ich wollte gerade sagen, Twisted Fabs hat noch, und das sieht man oben, ganz links an der Anzeige, da steht noch eine 0. Und diese 0 heißt 03. Drachen, das gibt's nicht, dass man halt nach 42 Minuten noch keinen einzigen Drachen sich holen konnte. Also das ist ein bisschen mau. Auch wenn sie so ganz gut zusammenspielen, aber ja, die Drachen fehlen noch. Und Baron, ja, hatten sie einmal, aber konnten sie nicht nutzen. Genau. Jetzt wird sie wieder angegangen, weil dieser fünfte Drache ist eben, wie gesagt, einer dieser Waffen, die super stark sind. Man kann jetzt aber auch überlegen, zu sagen, okay, während die den fünften Drachen machen, machen wir den Baron. Problem ist allerdings auch, dass hier eben die Beansrocket den Drachen so schnell töten werden, dass sie wahrscheinlich relativ zügig zum Baron hochkommen. Und jetzt steht man sich hier gegenüber, Trundle versucht, den Pillar zu engagen und wir warten vielleicht auf so ein Alistar-Knock-Up-Engage. Jetzt versuchen sie, den Drake anzufangen. Lucian fängt ihn da alleine an, ein bisschen. Ja, aber er macht genug Schaden. Also er macht Leben, er hat Lifesteal, er hat dieses
Der Bayonet ist der Red. Red Team kommt den Dragon. Das hat Shyvana geholt. Mit dem Engage hat die Ulti noch ab. Stirbt doch nicht. Syndra hat Ulti, auch Sonias. Du bist eine Milka-Kuh. Und jetzt holt sich Ezreal den Double, den Triple. Wieder und super jetzt von Twisted geht Fabs. Hier einfach nur der Teamfight an die Seite für die Twisted Fabs, obwohl da der fünfte Dragon Buff auf dem Team der Beach Rocket war. Jetzt ist man hier noch zu fünft am Leben und das könnte eventuell das Spiel kosten. Das wird ganz ehrlich durchaus das Spiel kosten. Das ist ein unglaublich knappes und spannendes Spiel, vor allem, da wir hier die Underdogs gewinnen sehen. Das ist schön. Ich finde das super. Also Twisted Fabs verkaufen sich hier einfach extrem stark. Fünfter Drache, kein Problem. Ja. Und Trundle wird hier keine Chance haben, gegen fünf Leute was zu verteidigen. Das ist einfach keine gute Koordination. Alistar springt da ins Team rein, schafft es niemanden wirklich zu CC'en und stirbt dann, ohne seine ultimative Fähigkeit zu aktivieren, also tanky zu sein. Aber man entscheidet sich nicht, das Spiel zu beenden. Man hat noch 20 Sekunden Zeit, bis Syndra wieder kommt, 10 bis Alistar. Also man hätte da durchaus bleiben können. Sie wollen sich aber den Baron holen. Das ist natürlich jetzt auch sicher. Das ist sicher. Wir wollen das Spiel sicher beenden und nicht hier versuchen, irgendwas zu forcieren. Trundle ist ja noch am Leben. Der könnte vielleicht noch jemanden töten. Deswegen, wir gehen auf Nummer sicher, holen uns den Baron. Und das ist eine weise Entscheidung. Das ist eben jetzt sehr lustig, weil ich sehe es gerade im Chat. Leute sagen, hey, hast du nicht gesagt, die Spiele sind im Durchschnitt in 20 Minuten zu Ende? Nee, man hat eben auch Ausnahmen. Und das ist das Schöne, wenn man eine knappe Ausnahme hat von einem Spiel, was eben lange geht, viele Fights hat, viel Spannung mitbringt. Und da haben wir auf jeden Fall den Fall. Der Baron wurde hier richtig schnell abgerippt. Ja. Und jetzt ist man eben dank dem Baron mit einem sehr schnellen Recall zurück in der Basis. Kann auch mal ein bisschen einkaufen. Und wir sehen hier jetzt auch schon komplette Item-Builds fertig bei Sinsau. Injice fragt gerade im Chat, Alter, wieso beenden die nicht? Also ich weiß nicht, ob sie das geschafft hätten. Wie gesagt, Trundle war noch am Leben, hätte halt vielleicht noch ein bisschen was verteidigen können. Und in der Zeit vielleicht hätten sie einen Base-Tower geholt. Aber man nimmt sich halt eben auch den Baron damit einen Buff, der super gut ist. Gerade wenn man eben schon einen Inhibitor hat, kann man da eben die Midlane gut durchpushen. Man kann jetzt die anderen Lanes einpushen. Und das sollten sie jetzt auch versuchen, die Basis Stück für Stück zu dekonstruieren, zu demontieren und dann eben auch reinzugehen, den Hexel kaputt zu machen, das Spiel zu gewinnen, kaltes Bier aus dem Kühlschrank zu holen und sich hinzusetzen. Kann man machen. Also 13 Uhr nachmittags mit dem kühlen Bier. Ja, eigentlich ist jetzt Bierzeit. Da ist langsam ist Bierzeit. Bierzeit und Bierzeit. Ja. Aber guck mal, jetzt, ich finde es schön, wie sich die Teams trotzdem immer wieder zusammenfinden. Das zeigt schon, okay, die haben das Spielkonzept schon verstanden, weil es passiert auch ganz oft im, in der Solo-Queue, also wenn man alleine spielt mit Fremden, dass dann einer meint, ja, ich renne jetzt alleine irgendwo anders hin, ihr macht das schon. Und meckert dann über die anderen, wenn er dann getötet wird. Wo ist mein Team? Und jetzt haben wir hier einen absoluten, wir haben den Gerd, wie wir ihn manchmal ganz gerne nennen. Das ist nämlich ein Super-Minion, inklusive. Der wird aber von Syndra schon schön rausgenommen und dann weggewirrt. Das ist ein Belagerungs-Minion mit Banner of Command-Buff. Das ist ein Item, womit man eben ein gewisses Minion mit einer Super-Tankiness ausstatten kann. Wer und das ist eben das? Perfekt. Das ist auf dem Braum ist das Item. Der Braum hat das Banner of Command gegönnt und kann sich eben so einen schönen Klaus oder so einen schönen Hans oder wie man ihn auch immer nennen will, der pusht so eine Lane durch und der ist auch nicht so schnell kaputt. Das, was ich auch wichtig finde, ist folgendes Item. Das nennt sich Derax Gage hier. Und das ist ein Item, das gibt halt, glaube Rüstung gibt es. Ne, 400 Leben und 28 Attack. Ein kleines Schild. Genau. Ein kleines Schild, wenn man es triggert. Ja, das Ding, ein kleiner Schild. Also, wenn du tot bist, wenn du glaubst, du machst jetzt die Shyvana oder den Trundle tot, dann auf einmal stackt dieses Ding und du hast auf einmal sehr viel Leben zurück und bist wieder voll am Start. Syndra wurde hier gerade komplett runtergepokt, musste jetzt erstmal wieder zurück in die Basis gehen und sich aufzumachen. Und man holt den zweiten Inhibitor und man sieht schon, der mittlere Inhibitor ist dementsprechend schon so weit reingepusht, dass man hier mit den Super-Minions in der Basis eben steht von Beanstalk. Und die können hier kaum was machen, außer zusehen, wie ihre Gebäude fallen. Ich finde es aber richtig toll, wie Twisted Fabs das hier spielt. Sie spielen komplett auf Sicherheit, sagen sich, hey, mehr müssen wir jetzt gerade nicht machen. Wir müssen jetzt nicht auf Teufel komm raus durchpushen und vielleicht sogar noch alle noch mal sterben. Und das Spiel wäre dann vielleicht noch mal komplett offen. Ja. Sie sagen sich, hey, komm, wir haben den Inhibitor, mehr wollten wir nicht. Einmal zurück einkaufen, aber heilen und dann nochmal. Die spielen das sehr, sehr sicher und safe runter. Und das können sie auch machen, da sie jetzt einfach auch schon sehr, sehr weit im Team voraus sind. Man muss ein bisschen gucken, Syndra wird jetzt, holt jetzt langsam auf, ist jetzt auch bald Level 18, wird dann auch eben sinnvoll und gefährlich in Teamfights. Man pusht jetzt lieber unten, sieht man das, mit Braum gerade die Botlane heraus und versucht eben jetzt nochmal den dritten Inhibitor abzuholen und dann eben quasi die Basis komplett einzurennen mit den Minions. Also wenn ich bisher einen MVP des Spiels wählen müsste, dann wäre es für mich Ezreal. Ja. Also mit 13-1 holt hier die Kills ab, hat ein schönes Bild, macht das bisher super gut. Sein Positioning sagt halt einfach aus. Ein paar Mal war es okay, muss man sagen, ein bisschen, da war ein bisschen irritiert, wo er gerade stand. Aber er ist nur einmal gestorben, hat 13 Mal Gegner abgeholt. Sein Farm liegt bei fast 370 nach 48 Minuten. Das ist mehr als genug. Hat auch Full Build, also ist halt, kann sich eigentlich nichts mehr kaufen. Ist halt komplett ausgestattet.
Ja, Mann. Man hat hier definitiv mit einem 13-1 Ezreal einen dicken, moppeligen S, der halt Fullbild ist. Wir sehen auf der anderen Seite aber auch schon das Fullbild bei Lucian. Also so wichtig ist dieser enorme Vorsprung nicht. Aber Ezreal ist einfach, wie gesagt, ab einem gewissen Itembild ist der so stark und so gefährlich. Haut so viel Schaden raus. Das ist, es ist egal, was du dagegen stellst. Der bringt dich runter. Und wenn du den nicht rausgefokust bekommst, dann bist du leider einfach nur tot. So, das Problem ist natürlich jetzt gerade, jetzt ist Twisted Fabs komplett vorher. Fehlte Rek'Sai. Er hätte vielleicht Team Beans Rocket was machen können. Jetzt versuchen sie es, aber merken auch schnell, das geht halt nicht. Hier hochgeworfen. Shyvana versucht sich vielleicht den Ezreal zu holen, ist aber mitten im Team drin und kann nichts tun. Geht wieder raus, ist exhausted und stirbt. Abgeholt von Ezreal. Jetzt geht Morgaine auf seiner Seite down. Lucian hat sich wieder geholt. Man holt sich mit Rek'Sai dann eben die Syndra ab. Und jetzt versucht man nochmal als Trundle reinzugehen. Warum denn versuchst du es? Denn du schaffst es nicht, dagegen anzukommen. Aber Alistar mit dem Knockup vielleicht nochmal versucht, den Kampf herauszuzögern. Sinsaro holt ihn aber ab. Alistar stirbt. Also das muss es jetzt gewesen sein. Team Twisted Fabs. Nochmal, holt sich eben 4 Kills. Da wird nochmal schön BM das Main-Symbol gespammt. Ja, man wird jetzt ohne Probleme eben oben die Basis abholen. Sinsaro springt da rein, versucht sich Lucian zu holen. Holt er. Schafft es auch, stirbt aber nochmal am Turret-Damage. Aber es ist egal. Damit gewinnen die Twisted Fabs dieses Spiel. Definitiv. Schön runtergespielt, als Team gespielt. Und das ist das, was ich angesprochen habe. Die kann, individueller Skill, kann egal sein, wenn du als Team super stark zusammenspielst. Also man muss sagen, 20 Kills haben sie sich trotzdem geholt, aber es reichte nicht, weil Team Twisted Fabs hier viel besser als Team zusammengespielt hat und das richtig gut gemacht hat, richtig gut reagiert hat in vielen Situationen. Jawohl, das haben sie extrem super stark gewonnen. Ein schönes Spiel, muss ich sagen. Wirklich sehr, 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 sehr stark. Ich hatte kurz Sorge, dass das Spiel ein Stomp wird, also nicht total eindeutig. Community. Und da kann man dann auch nicht mehr wirklich gut kommentieren. Das hat aber enorm viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also wieder Chapeau an die Twisted Fabs. Haben sich wieder richtig gut verkauft, muss man sagen. Also Wahnsinn. Und ich bin gespannt, wen wir als nächstes haben. Aber ich glaube, erstmal gehen wir noch einmal in die Werbung. Und dann, glaube ich, gehen wir zum letzten Spiel für heute. Also bis gleich. Bis gleich. Nö? Tim? Oder wir fangen direkt mit dem Spiel an. Machen wir Werbung. Ist die Regie eingeschlafen? Werbung!